Tag, wir sind an der Ostsee. An der Ostsee. An der Ostsee, im schönen Rostock. An der Ostsee. Und neben mir steht eine echte Obermartin. Wird das gegendert? Sagt man Obermartin? Ja, es. Nee, Obermart. Obermart. Neben mir steht eine echte Obermart. Annie, es ist Hansetag. Wie fühlst du dich? Ja, sehr gut. Es ist sonnig, aber nicht zu warm. Es weht ein laues Lüftchen. Kann man das nicht technischer sagen, das laue Lüftchen? Da gibt es auch bestimmt so technische Begriffe bei der Marine für. Sie ist Marinesoldatin. Ja, sehr gut. Sehr es, gut. Es weht eine Bö. Es weht eine Bö. Eine leichte Bö, so, eine Brise, eine so, leichte Brise. So, liebe Süßwasserpiraten, wir erklären euch jetzt mal zum Beispiel, wo Backbord und Steuerbord ist. Also hier ist ein Schiff. Da ist vorne, da ist hinten. Das ist alles, nein, das aber ist Bug und Heck. Das ist Bug und Heck, also das war schon mal falsch. Also wo ist Bug und wo ist Heck? Da vorne ist das Bug und da. Du musst da, da. Da ist das Heck. Jenny weiß es selber nicht. Doch, da ist vorne, da. Hier ist aber Bug und Heck. Also nochmal, jetzt musst du in die Kamera also sagen. Also vorn und Achtern heißt es eigentlich, ne? Also was jetzt? Von vorn und von Achtern. Und wo ist Bug und wo ist Heck? Na, das Heck ist immer hinten. Weißt du das, Toni? Das Heck ist immer hinten. Hin. Gut. Achtung ist hinten. Achtung ist vorne. So, haben wir das schon mal. So, jetzt Backbord und Steuerbord. Steuerbord ist. Musst du in die Kamera sprechen? Warte. Ich weiß, also links Mama. Ist Backbord und rechts ist Steuerbord. Das ist totaler Unsinn. Das hängt natürlich davon ab, in welche Richtung das hier fährt. Also, was? Nein, nein. Nein. Aber links und rechts hängt doch dann ab, wenn ich so rumstehe, ist hier rechts. Nein. Wenn ich so rumstehe, es gibt, ist hier es rechts. Gibt eine Ist-Brücke bei Backbord und Steuerbord. Bei Steuerbord ist das R, bei Steuerbord rechts. Steuerbord ist ja, aber guck mal, wenn ich so, Backbord guck mal, jetzt sehen wir eigentlich hier so auf dem Schiff. Ja, dann ist hier rechts. Du, und wenn ich so rumstehe, ist hier rechts. Ja, dann ist es da Backbord. Dann ist das da, warte mal, Steuerbord und das ist Backbord. Und wenn ich mich umdrehe, ist es dann anders. Ist da Backbord und das Steuerbord. Nein, das ist falsch. Total Quatsch. Ja. Das ist total falsch. Falsch. Das geht auch. Es gibt immer eine Seite. Nämlich das, wo wir jetzt sind. Achso, wenn wir auf dem Schiff sind. Ja. Wenn wir auf dem Schiff sind und das da vorne ist, dann ist der Backbord und das Steuerbord. So, jetzt. Dann haben wir das schon mal möglicherweise geklärt. Dann, wo kommt die grüne Lampe hin und wo kommt die rote Lampe hin? Boah, Toni, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Backbord ist die rote Lampe, grün ist Steuerbord. So, ja, das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Ihr seht, der Süßwasserpirat weiß Bescheid. Was muss man noch wissen? Ach so, ja, wie viele Streifen würde ich haben, wenn ich Obermart bei euch wäre? Gar keinen. Ich hätte keinen Streifen? Nein. Was ist denn so eine Korn? Nein, also beim Obermart ist quasi einfach nur so ein goldener Rand drumherum. Du hast in deiner Uniform einen goldenen Rand? Ja, einen gelben Rand. Das? Obermart. Als Stufz hat man einen grauen Rand. Als Obermann hat man einen gelben Rand. Aber sind alle du kannst auch Streifenhörnchen werden, dann kannst du auch einen Streifen. Streifen ja. Haben die Mannschafter. Ach so. Das sind dann so. Und die Kapitäne haben darfst das. Darfst du denn so eine schöne blaue Wolluniform, die so Kratzer anziehen? Nein, oder das sind denn die Mannschafter. Also das darfst du nicht? Nein. Welche Farbe hat deine Uniform? Na, ganz normal, weißes Hemd und schwarze Jackett. Und schwarze Hose, Jacketthose. Ja. Was gab es bei der Vereidigung? Was ist da passiert? Hat der da auf die Fahne geschworen oder irgendwas? Ja, da gibt es dann immer so sechs Leute, die dann nach vorne treten und die dann so quasi für alle dann vorne auf die Fahne und dann schwören. Habt ihr denn irgendwas Spezielles, was nur maritim, was nur bei der Marine gibt? Doch, ihr habt was, den Seemannssonntag. Erklär uns mal, was der Seemannssonntag ist. Der Seemannssonntag, oh Gott, jetzt blamier ich mich. Also der ist immer donnerstags quasi bei uns. Das ist richtig. Und der wird quasi am Donnerstag gemacht, weil, glaube ich, danach die Schiffe ausfahren am Freitag. Und da der Donnerstag quasi zu verladen ist, aber ich bin jetzt gar nicht. Das Wichtige ist, es gibt Kuchen. Die Henny, es gibt Kuchen und es Kaffee. Es gibt Kuchen und Kaffee. Und was ja. Henny durfte auch schon mal Kuchen backen für die ganze Einheit. Ja. In so riesigen Metallschüsseln. Aber das hat nicht mit der Schifffahrt zu tun. Nee, das war nur bei der Übung auf Land. Nee, das war auf dem, ja, ja. Auf dem Truppenübungsplatz. Das war auf dem Truppenplatz. Ja. So, also damit wisst ihr eigentlich das Wesentliche, nichts. Was ihr wissen müsst über eine Karriere bei der Marine. Ja. Und nee. Wie grüßt man sich eigentlich? Gibt es bestimmte Grüße? Sagt ihr Ahoi? Nee, wir sagen Moin. Moin. Wir sagen ganz normal Moin. Und wann sagt man Ahoi? Das weiß ich doch nicht. Also nicht bei uns in der Marine. Ihr Lieben, so ist es hier an was der. Ein Chaos, hier ist es an der Ostsee. Ach so, vielleicht noch was Letztes. Was sagst du eigentlich zu meiner geilen Kappe, wo so, das kann man vielleicht auf dem Video gar nicht sehen, wo so farbig kleine Blümchen eingestickt sind. Ja, mega stylisch. Habe ich ja, glaube ich, schon gestern oder vorgestern dir geschrieben, ne? Finde ich. Ah, halt. Und noch was ganz Wichtiges. Noch was, Möwenfütter. Noch was ganz Wichtiges. Man darf keine Möwen füttern. Da dürft ihr euch nicht mit der Henny anlegen. Henny, warum darf man keine Möwen füttern? Da muss man Strafe bezahlen. Nein, nein, aber warum möchtest du das nicht? Ja, weil das gehört sich einfach nicht. Jetzt wird die dann immer aggressiver und das wird immer mehr und so weiter und so fort. Das macht man nicht. Wenn ihr auch nicht wollt, dass die Möwen immer aggressiver werden, dann füttert sie nicht. So ja, sieht's aus. Ansonsten
gibt's Ärger mit den Einheimischen. Sonst gibt's keine goldenen Ringe ja. in der Uniform. Vielen Dank, Obermar Tenny. Es war uns eine Freude. Tschüss. Ahoi.